Und wir bleiben bei der Polizei, denn ob dort oder beim Zoll, Spürhunde sind ein fester Bestandteil des Teams, oft im Einsatz, um die Spuren nach Vermissten aufzunehmen oder um Drogen aufzuspüren. Jetzt gibt es einen neuen Einsatzbereich für die Vierbeiner, Datenträger. Denn deren Bedeutung wird immer größer, nicht nur im Privaten, sondern auch bei der Verbrechensbekämpfung. USB-Sticks und Co. werden aber auch immer kleiner und sie zu finden ist für die Ermittler somit extrem schwer. Deshalb setzen die Ermittler jetzt auf Datenträgerspürhunde. Wie aufwendig die Ausbildung ist und welche Höchstleistung die Hunde erbringen, das haben wir beim Spürhundetraining der Bayerischen Polizei erfahren. Und Alina Quast, die war mit dabei. Früher wachte die US Army hier über den Eisernen Vorhang. Heute befindet sich in Herzogau in der Oberpfalz die zentrale Diensthundeschule der Bayerischen Polizei. Einzelkämpfer gibt's hier nicht. Polizeihauptkommissar Ralf Strasser-Moraras und sein 3 Jahre alter Diensthund Dimitri gibt's nur im Team. Jobtitel des Vierbeiners: Datenträger-Spürhund. Cyberkriminalität nimmt natürlich immer mehr zu. Und damit auch die Speichermedien, die dazu benutzt werden, um die ganzen Sachen abzuspeichern, die illegalen Sachen abzuspeichern. Sei es jetzt im Bereich der Kinderpornografie, der Tötungsdelikte, Wirtschaftskriminalität. Und nur die allerbesten Hunde sind fähig, diese oft winzig kleinen Speichermedien aufzuspüren. Während manche Vierbeiner Sitz und Platz nicht auf die Reihe kriegen, bringt Dimitri mit schärfstem Geruchssinn Verbrecher zur Strecke. Wie bringt man einem Hund sowas bei? Trainingsrunde 1. In einer dieser Metallröhren befindet sich ein USB-Stick. Nur in welcher? Jawohl, gut gemacht! Super! Das kann nicht auch passieren, dass er es gleich findet, dass er mich gar nicht bis zum Schluss braucht. Jawohl, gut gemacht! Super, 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 super! Jawohl, aus! Sit! Aber jetzt noch mal langsam. Was genau macht Dimitri da jetzt? Er hat jetzt jedes Loch einzeln abgecheckt, abgerochen und hat festgestellt, okay, da drin ist mein Datenträger, den Auftrag habe ich, das zu finden. Und dann verlange ich das Verhalten von ihm, dass er einfriert, verharrt und dann gibt es die Belohnung dafür. Wer jetzt USB-Stick oder Handy griffbereit hat, der möge doch mal eine Riechprobe machen. So richtig fängt unsere menschliche Nase da nichts ein. Und selbst für Hunde mit ihren gut 200 Millionen Riechzellen ist das eine Kunst. Also es ist jetzt für einen Datenträgerspürhund, für einen Dimi, schwieriger, einen Datenträger zu finden, weil ein Datenträger wesentlich weniger Geruchsmoleküle hat als jetzt beispielsweise Rauschgift oder Sprengstoff. Es ist ein kalter Stoff, sage ich jetzt mal, während die anderen Stoffe ja zumeist organisch sind. Eine Halle weiter trainiert derweil der Nachwuchs. Der erst 9 Monate alte Working Cocker Spaniel namens Chippy will in Dimitris Pfotenstapfen treten. Nächste Woche startet sein 10-wöchiger Lehrgang, um auch Datenträger-Spürhund zu werden. Ich verstecke das. Der Volker hat den Chippy aus der Sicht genommen. Und klein Chippy muss das Ding jetzt hier finden. Wild, ungestüm, aber immer der Nase nach. Ralf Strasser-Moraras erkennt bei dem Wirbelwind Potenzial. Also das Wichtigste bei unseren Spezialhunden ist, dass die einen Spieltrieb haben und über diesen Spieltrieb dann einen Such- und Finderwillen haben. Also der Diensthund ist ein Familienmitglied, 7/24. Wir sind Teams, egal wer das ist, wir sind Teams und da entsteht auch ein Vertrauen und das ist ja ganz wichtig, dass der Hund auch sagt, es lohnt sich für mich meine Arbeit zu machen, weil mein Herrli, mein Frauli einfach dann sagen, jawohl, du bist toll, du bist super, ich mag dich und du kriegst auch deine Belohnung, wenn du so toll für mich arbeitest. Doch zurück zum ausgebildeten Datenträgerspürhund Dimitri. Trainingsrunde 2. In einer eigens für Trainingszwecke eingerichteten Wohnung verstecken die Beamten 3 Datenträger, geruchsneutral mit Schutzhandschuhen und Pinzette. Kann Dimitri dennoch Speicherkarte, Handy und Festplatte erschnüffeln? Los geht die Suche nach dem Duft der großen, weiten Datenwelt. Na,
Ah, Nummer 1 gefunden. Aha, auch die Festplatte. Und? Auch Nummer 3, die kleine Speicherkarte. Volle Punktzahl. Was sagt das Herrchen? Ich kann es gar nicht beschreiben, wie stolz dass ich auf den Kerl bin. Was der in der Nasenarbeit allgemein zu leisten imstande ist, ist schon... Ja, bin schon stolz auf dich, Kamera, gell? Und das kann der Polizeihauptkommissar angesichts Dimitris beeindruckender Bilanz auch sein. Bei 15 Einsätzen hat er 3 relevante Funde gemacht. In einem Verdachtsfall von sexuellem Kindesmissbrauch hat er versteckte USB-Sticks in der Wohnung des Verdächtigen erschnüffelt. Ralf Strasser-Moraras ist sicher, dass die Truppe von bislang 10 ausgebildeten Datenträgerspürhunden künftig unverzichtbar ist. Die Kriminalität im Internet und überhaupt die Cybercrime wird sich weiterentwickeln. Und auch die Polizei muss sich weiterentwickeln und somit haben wir ein ganz tolles Hilfsmittel an der Hand. Nach einem langen Tag heißt es jetzt erstmal Nase voll und Feierabend für das Ermittlerduo. Denn wer den richtigen Riecher für das Verbrechen behalten und Straftäter überführen will, muss Kopf, Körper und vor allem die Spürnase auch mal schonen.